Herzlich willkommen zurück. Der letzte Part Dead Island war etwas lang. Aber das ist überhaupt nicht egal. Was ist das überhaupt für ein Intro? Ich meine, Alter, was soll der Scheiß? Was geht? Was zum Teufel geht es euch an, wie lang meine Parts sind? Ihr seid alle so Kommerz geworden. Nee, da muss ich jetzt erstmal rumrennen. Nein, da muss ich rumrennen. Und zwar noch 90 Meter lang. Und irgendwann habe ich auch meinen Kilometer, dann habe ich 20 Kilometer gelaufen. Ob die Ausdauer noch reicht für einen Kick ins Face? Ja, das reicht. Und er hackt ihm nichts ab. Oh, Kacke. Was ist gerade geschehen? Resümee, please. Oh, verfickt. Lauf! Schwarzer, lauf! Du sollst rennen. Du hast Lauf gesagt. Ja, ich weiß, was ich gesagt habe. Rennen! Und jetzt schlitz den Fettsack auf. Ich habe gesagt, schlitz den Fettsack auf. Gut, irgendwann sollte man dann wirklich auf die Idee kommen, die Waffe zu wechseln. Zu Fäusten. Nein, zu Schlagring. Ja, ja, ja. Alter. Das war ja gerade ein Fight hier. Muhammad Ali vs. Mike. Halbschädel wegboxen. Yeah, der... das nennt man fliegende Ärsche, Teil 2. Der hat ja viele blaue Flecken, der Kumpel hier. Box mit Arsch. Okay. Ja, geil, genau, der mag es. Guck, jetzt sei entspannt. Seine Seele ist befreit, der Kopf blutet, die Eier liegen im Kühlschrank, die Wurst, die ist keine Ahnung wo. Alter, Eier und Wurst. Was erinnert mich das? Ach ja, mein Frühstück. Nein, ich frühstücke es nicht zusammen. Nein, ich esse es auch nicht. Ich leg es nur weg. Ein anderes Wort würde auch mit L beginnen, aber nein. Seems legit. Okay, nein, vergiss alles, was ich gerade gesagt habe. Delete, fuck this and whatever. Warum zum Geier muss ich immer zu diesem Homo? Homo, Homo, ja, das ist ein Echo. Er rennt voll in die Bank rein. Okay, reparieren. Scheiße, bist du im Arsch. So, so, ich bin ja reich wie sonst was. Da kann man sich das gönnen, ne? Ihr seid ja sowieso overpowered, ihr Gegenstände. Oh, ich hab's jetzt Gegenstände beleidigt. Ihr Gegenstände. Warte mal, ich hab mir einen neuen Bauplan gegönnt. Genagelt. Oh! Soll ich machen? Ja, ich mach's. Ja, klar, hier kostet mir dich kostet mich der was? Oh, genagelter Holzknüppel. Alter, der ist genailed wie sonst was. Dann tue ich den mal jetzt wie ein geistesgestörter aufwerten. Das kostet ja ganz schön viel. Zu teuer. Ist ja mies teuer, alter Schalter, du, da kann ich ja hier gerade mal hier ein neues Präsidium eröffnen. Ich muss gleich ganz schnell gucken, was das heißt, bevor ich irgendwas Schlimmes gesagt habe. Ein Präsidium ist allgemein eine Bezeichnung für die Leitungsebene in Verwaltungen und Organisationen, wie zum Beispiel Parteien und Vereine, die in der Regel aus einem Präsidenten und seinen Stellvertretern besteht. Im Deutschen Bundestag, wie im Beispiel, besteht das Präsidium aus dem Bundespräsidenten und den momentan 5 Vizepräsidenten. 17. Wahlperiode. Periode. Ach ja, scheiß drauf. Ich lebe auf Dead Island, mir können alle die Eier lutschen. Ich halte mich nicht ans Gesetz. Ich öffne einfach Türen, ohne zu klopfen. Ich tue mir nicht die Hände waschen nach dem Pinkeln und du willst mir echt was vorschreiben? Bitteschön. That's all there was? Ja? Oh, bloody hell. Willst du mich ver... Du Stück Scheiße. Her damit. What the fuck? Warte mal, ich hab da noch was im Cover. Es fällt mir mal schwer, mich von meiner Waffe zu trennen. Ich meine, ich wachse mit diesen Waffen auf. Danke. Danke. Danke, wirklich, danke. There are two petrol stations in the area, right? Ja. One by the lighthouse and one by the tunnel to the city. Ja. There might be some food and drinks there. I need you to go and bring everything you can find. Alter, bin ich schwarz, du Penner? Ah ja, bin ich, ja, stimmt. You might need a car to get it all back. Look for one. Ich hab einen Wagen. Der aber leider nicht verfügbar ist. Wo spawn ich denn mal hin? An den Leuchtturm. Tulalalalalalalalal, ich bin am Leuchtturm. Warum geht's nicht an? Ach, ihr Sackgesichter seid es am Leuchtturm. Da war ja was. Sag mal, habe ich das jetzt als Ziel? Suchen und plündern. Genau. Ja, gut. Genau so habe ich mir das hier vorgestellt, ne? Regeneriert ihr überhaupt seine Leben, dieser Scheißidiot? Mal in ein Spiel gucken, wie gut ich aussehe. Ah, schwarz. Oh, so rassistisch. Ich sehe gut aus. Schönes Grinsen heute. Oh. Und so schnell passiert ein Unfall. Das war das Fahrschulvideo für heute. Die Theorie ist fast vorbei. Alter, ich muss nur noch einen Kilometer fahren.
Genau wie bei dem anderen. Als ich einen Pfeil in die Felge bekommen habe. Was? Ja, genau. Und wie sieht's hier aus? Gefeilt. Nein! Bam! Wisst ihr, ich wollte nur einen auf... Wie heißt das? Final Destination machen, wo der durch den Zaun gequetscht wird. Ihr weißt schon, dass mit diesem... Da, mit diesem getriebenen Käse da, mit durch den Zaun und so... Oh shit, das war schlimm. Bam! Oh shit, ich habe meine Autoschlüssel verloren. Beim Fahren natürlich. Niemand nehme ich beim Rückwärtsfahren, scheiße. Kacke, wie zappelten die da rum mit einem Schaden? Steig ein, Schlampe. Oh, kacke. Bam. Ich stehe wieder auf, ich habe ein Leben. Nennt man auch in Deutschland den Arsch abgefahren? Jetzt habe ich ihn erwischt. Oder sie oder es. Da zuckt doch noch was. Da zuckt was. Da zuckt was. Und hinter mir ist irgendwas. Hinter mir ist ein Typ. Ich bin ein Typ. Ich wurde angefahren. Ich fliege über die Haube. Ich weiß nicht, doch, ich lebe noch. Ich stehe jetzt auf. Ich wurde überfahren. Ich habe 16 Erfahrungen fallen gelassen, die er aufgehoben hat. Oh nein, ist das ein... Das ist ein großer. Glaube ich. Oder auch nicht. Scheiße, Mann! Wo kommt ihr alle her? Alter, mein Auto verliert gleich seine Funktionalität. Ich stelle mich mal hier wegfahrbereit hin. Oh, ein Workshop. So. Alter, der Rückwärtsgang ist der Hammer. Habe ich ja schon mal gesagt. So, jetzt gehe ich auch mal in die Außenwelt. Als Nerd. Ihr geht, da muss man ja mit anderen Menschen Kontakt haben. Der Typ... Der Typ scheint wohl abgekratzt zu sein. Ach so, das soll ein Wagen, schätze ich, ja. Er redet von Nahrungsmitteln, jetzt schicke ich ihm Saftpakete. Der ist ja auch ein Idiot, oder? Alles klar. Und... Ja, wunderschön, so habe ich mir das vorgestellt mit spawnenden, wechselnden Lebensmitteln. Alkohol braucht doch keinen Arsch. Oh, Nahrungsmittel. Nahrungsmittel für die Bedürftigen. Die Kasse habe ich schon ausgebeutet. Hm. Sieht so aus, wäre ich schon mal hier. Warum weißt du das? Weil die Kasse leer ist. Okay. Zeit zum anderen zu fahren. Wo geht's lang? Navi? Ah, rechts, alles klar. Hey, listen! Nein, ich mein TomTom. Ah. Navi, Tail und TomTom. Die Navi-Gang. Ach, Scheiße. Roadtrip ist fertig. Geil. Ich habe Roadtrip freigeschaltet. Ich weiß, was für eine Musik jetzt fehlt zum Autofahren. Was will die Alte? Was zum Geier? Was willst du von mir? Ey, was zum Teufel? Ich schlag dir mit dem Basie aufs Maul. Ich habe keine Ahnung, was du laberst. Yeah. Halt einfach dein Maul und lass mich. Ich meine, was willst du von mir? Du rennst wie bescheuert. Sie rennt einfach weg. Was soll der Bullshit? Will sie mir was zeigen? Ist mir egal, denn ich steig jetzt ein. Oh Scheiße, die will, dass ich folge. Was soll der Bullshit? Ich war am Questen. Ist die behindert? Was soll der Rotz hier? Du Hurensohn. Und jetzt? Was soll ich machen? Oh yeah, ein Kilometer gerannt. Was soll ich denn da machen hier? Warum schafft ihr das nicht? Ach stimmt, ihr seid nicht schwarz. War doch klar irgendwie. Was zum... Bist du ein Zombie? John, just hang on, honey. Ach, ich muss ihn beschützen, alles klar. Logischerweise kommen die Zombies jetzt. Bam, bam, was zum Geier. Bitch was huge. Ja, so 2 Meter Schlampen sind groß. Kommt der jetzt da raus oder wie? Oh, ich hab ihn geboxt. Bam. Home Run für Team Schwarz. Warum bin ich Team Schwarz? Bam. Wie bei Wii Sports. Alle die Infizierten, die haben noch Saft. Hast du es jetzt geschafft? Du scheiß Bastard, komm endlich daraus. Warum braucht der Spast immer so lange?
Alter, du Missgeburt, mach hier. Ja, durch die Leiche abgestürzt. Bitte sei vorsichtig, mein Arsch ist voller Zombieblut und was auch immer für eine Tageszeit. Sag. Komm her, ist alles in Ordnung? Jetzt muss ich dir erstmal ein Bier besorgen. Das war knapp. Take whatever you want. Ja, hier ausziehen. Jetzt. Nicht du, geh aus dem Bild. Hosen runter. Ich will nämlich dein Handy klauen. Wäre ja fast knapp geworden, wa? Alles klar. Irgendwas hat die mir wahrscheinlich hier da gelassen oder sowas. Oder was doch. Was? Warum habe ich nochmal zwei Ziele? Ich muss dann nur zur. Alter, das ist viel zu. Ja, Also, ich hätte es ihm zwar geraten, ja? Aber da an der Seite wäre ich jetzt auch eingestiegen, ne? Alles andere wäre ja unlogisch. Das wäre ja doof. Meine Fresse. Followers. Warum muss ich so weit fahren? Mal im Ernst jetzt. Habe ich ein falsches Quest oder was? Zeig schon mal her. Suchen und plündern. Hä? War das eben auch so weit weg? Ach, keine Ahnung. Voll verstrahlt und so. Oh, das wollte ich nicht. Das wollte ich auch nicht. Warte doch, vielleicht. Alter, ich fahre wie ein asozialer Mensch. Ich habe Mensch gesagt. Ja, ich bin noch ein Mensch, kein Zombie mehr. Die Stelle kenne ich, hier ist was Cooles. Moment. Ja, ich weiß, die leben noch, aber trotzdem, hier ist was Cooles. Ich wusste, dass hier... Gut, nicht der Hammer. Aber hier war wirklich was Cooles. Ich verspreche es. Oder fand ich nur die Polizeiautos so geil? Hooligans! Vandalismus! Ich fühle mich wie ein Zombie. Musik aus. Musik an. Das ist alles? Das habe ich mir aus meiner Kindheit behalten? Die Sirene anzumachen? Vollidiot. Oh, scheiße. Nee, oder? Ja, Saftpaket. Super. Ich habe kein Sixpack, ich habe ein Saftpaket. Oh, du starker Mann. Lass mal die Spritpreise checken. Ich sehe immer noch so gut schwarz aus. Oh ja, jetzt ausgemacht. Was davon ist super? 95 BPPB. Boah! 6,66 € ist ja spottbillig, ey. Die Preise sinken ja wieder krass, Mann. Dann gehe ich erstmal 30 Liter tanken hier. Warum findet ihr das billig? Weil ich schwarz bin. Einmal Bonuin zurück, bitte. Oh, kacke, nicht die Stelle. Och, nö. Das war scheiße, das wusste ich aber noch. Wegen dem Strom. Da wusste ich doch, da... An irgendwas kann ich mich erinnern, was hier scheiße war. Da musste ich so viele Sachen abschalten und so ein Mist. Der verbrutzelt. Kann ich da durchfahren? Klar, warum nicht? Alter, als Maul hinter mir, du Idiot. Oh, ein cooles blaues Auto. Alter, irgendwas verbrutzelt da mies. Seit wann leiten Flüssigkeiten der Strom? Ich steig einfach mal hier aus. Meine Saftpakete sind da hinten, wa? Genau, hier war der auf dem Dach, genau. Da war doch was. So, da durchzulaufen wäre das Schlauste, was ich machen könnte. Ich meine, es wäre eine Adonis-Lösung. Und ich sagte ja, das sind die Soundeffekte zum Strom ausschalten, was geil gewirkt hat, finde ich nicht. Geil. Die Wirkungen waren fatal, sagte die Bild. Ich würde mich gern brutzeln lassen, aber. Nee. Dann fahre ich mal weiter. Pure Scuba. Alter, du sollst. Ey, immer wenn ich einsteige und schon lenke, das will er nicht. Das will er nicht. Ich muss dann immer extra lenken. Ne? Alter, scheiße! Ich hab voll das Auto gerammt. Das tut mir jetzt aber voll leid, ja. Das wollte ich jetzt gar nicht. Es sieht fast so aus, als ob Zombies da drinnen wären. Ganz schön gierig, die Kleine. Oh! Hallo. Lol. Hier geht's dann wahrscheinlich rein, wa? Ach du Scheiße. Autsch! Ach du Scheiße, ey. So. Guten Tag. Ja, Berufsgenossenschaft, wir wollen mal den Arbeitsstand wissen. Sie stinken nach Müll.
Können Sie mir mal ins Gesicht tauchen, bitte? Ich will einen Drogentest machen. Einen Alk-Test. Du bist ja eh ein Penner, mach vom Acker. So, wie komme ich da rin? Hier wahrscheinlich. Ich guck mal. Morguke war. Ah, hier wahrscheinlich. Ja, denke ich mir. Alles klar. Dann tue ich hier mal den Bart beenden. Schon, in Anführungszeichen schon, das ist ja auch. Es geht! Ich meine, man kann sich's angucken. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen, das hoffe ich wirklich, weil es soll ja nicht langweilig sein und so. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und wo die Liebe hinfällt. Was ist das für ein bescheuerter Spruch? Peinlich. Warum hätte ich angeguckt? Taschentücher. Au. Mist. Sie mussten ja runterfallen. Naja. Tschüss.